Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr aus Briefumschlägen, und zwar aus so einem ganz normalen braunen Briefumschlägen, die sind etwas größer als diese Standardgröße, Album, also Fotoalbum zum Beispiel, und Journal machen könnt. Die Vorgehensweise ist im Prinzip gleich, also diese Grundlage ist gleich. Ist ja auch kein Hexenwerk und auch keine große Neuheit. Bestimmt gibt es ganz viele Videos auf YouTube zu diesem Thema. Und wie gesagt, ich zeige euch, wie ihr euch so ein schnell, weil das ist ganz schnell gemacht, einen schönen Fotoalbum machen könnt, wo ihr dann egal welche Fotos drauf kleben könnt. Ich habe hier jetzt gerade nur das, aber es gibt auch diesen ganz normalen Fotos, die kann man machen. Das kann man natürlich auch noch weiter, also erweitern und irgendwelche Klappen machen. Es ist ganz einfaches Album, wie ein schnelles Geschenk oder wenn man schnell irgendwie einige Sachen einkleben möchte, Fotos einkleben möchte. Eine super Sache, auch bei diesen Papieren kann man hier noch was schreiben oder auch irgendwie ein Stückchen Papier draufkleben, um was zu schreiben. Und mit derselben Idee kann man ein Journal machen mit Seiten zum Schreiben. Also die Grundlage sind auch die Umschläge und dann zwei Signature mit Papieren und hier drinnen kommt in einem von den nächsten Video ein Pop-up-Element, so wie ich die schon die zwei Karten gemacht habe. Dann habe ich da etwas noch mehr so ausgedacht und dieses Video ist quasi das erste Teil für diesen Journal, obwohl wir mit diesem Album anfangen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Brigida von Kleeblatt Creations. Schön, dass du da bist und lass uns anfangen. Wie ihr seht, habe ich hier 9 dieser Kraftpapierumschläge und aus diesen möchte ich ein Album machen. Und als erstes möchte ich die Kanten etwas verblenden. Ich nehme hier Walnut Stain und ich versuche erstmal mit diesen Schwämmchen da die Kanten zu verblenden, aber irgendwie ist mir das noch zu hell, nicht dunkel genug. Deswegen nehme ich das ganze Pad und fahre dann eben auf den Kanten etwas rumherum, ist etwas dunkler. Alle Kanten habe ich jetzt verblendet und jetzt können wir anfangen, die Umschläge zusammenzukleben. Ich habe jetzt 2 Umschläge und ich möchte das so, dass das eben die erste Seite hier ist und diese beiden Teile, wo man das aufmachen kann, werden ineinander reingesteckt. Ich könnte das machen so, also die, wie ihr seht, das Innere hat etwas andere Farbe. Und wenn ich das so reinstecke, hier mit diesem Dunkeln, dann ist das ja irgendwie wenigstens auf diesen Seiten etwas schöner. Und wenn man das dann später noch mit irgendwelchen Papier bekleben möchte, was ich auch machen werde, ist das eigentlich irrelevant, welchen von diesen beiden Seiten ihr nehmt. Möchtet ihr aber darauf eine Collage machen oder das eben als Hintergrund diesen Kraftpapier lassen, dann bietet sich an, dass ihr das eben so wie jetzt hier bei mir so reinsteckt, dass diese schöne Seite, sag ich, dann so ineinander reingesteckt wird. Ich stecke das so, dass das an den Kanten passt und dann falte ich das bisschen um, so dass ich sehen kann, dass das richtig
gefaltet ist und die Ecken zusammenpassen. Solange der Kleber noch feucht ist, kann man alles noch korrigieren. Und das war das ganze Geheimnis, wie man das so ein Journal aus Briefumschlägen macht. Weil wir nehmen jetzt den nächsten Umschlag, machen wir dasselbe, stecken das rein. Diese Lasche rechts, was hier ist, die interessiert uns zurzeit nicht. Und wir stecken einfach so viele Briefumschläge zusammen, kleben die zusammen, wie viel wir möchten. Und wie gesagt, ich habe hier jetzt 9 in diesem Falle. Man kann das aber getrost mit weniger und auch mit ein paar mehr machen. Hängt von dem ab, wie viele Fotos ihr habt oder was ihr damit im Endeffekt machen wollt. Jetzt bin ich hier bei dem letzten Umschlag angekommen und wenn ich ihn jetzt so klebe wie die anderen, dass ich die schöne Seite habe, dann habe ich auf der letzten Seite aber dieses Aussparung und damit diese Lasche. Deswegen mache ich das hier umgekehrt. Ich stecke ich jetzt hier diese innere, diese hellere Seite rein, so dass meine letzte Seite eben diese geschlossene Seite ist. Ich glaube, ist verständlich. Und innen kann man das hier jetzt als 2 Taschen, eine Tasche, kann man das später sich überlegen, was man damit noch macht. Und jetzt ist uns ja noch diese Lasche hier geblieben. So, die kann man so lassen und sich überlegen, ob man das nutzen möchte wie einen Verschluss zum Beispiel. Um den Verschluss kümmere ich mich aber später. Jetzt habe ich hier einige digitalen Papiere rausgesucht, die ich auf die Seiten kleben möchte. Ja, ich sitze auf der Quelle, also habe ich ganz viele Papiere, die ich schon gedruckt habe, entweder als Qualitätsprobe oder weil ich euch die Papiere zeigen wollte. Also kein aus vollen Schöpfen. Und jetzt zeichne ich mir auf diesen Papieren die Größe von diesen Teilen, die ich eben da auf die Briefumschläge kleben möchte, auf das, damit die Seiten so ein bisschen verhübscht sind. Ich habe mir das jetzt mit Bleistift angezeichnet und habe ich doch zum Feinliner gegriffen, weil der Bleistift geht bei manchen Papieren doch unter. Und das mache ich ja mit allen Papieren, die ich haben möchte, die ich mir da ausgesucht habe und schneide das alles dann aus. Für das Cover möchte ich hier dieses Papier haben. Es ist natürlich größer als der Briefumschlag, deswegen versuche ich irgendwie so die Mitte zu treffen und das dann zeichne ich mir auch so wie beide, also für die Vorderseite und auch für die Hinterseite, schneide dann auch entsprechend aus. Und wenn ich das dann die beiden Stücke für das Cover, also für das Deckblatt hier oben habe, kann ich mir überlegen, wie ich das jetzt weitergestalte. Wie mache ich das mit dem Verschluss und ob ich die Lasche jetzt behalte oder eben nicht. Bin mir hier sehr unschlüssig. Man könnte ja die Lasche tatsächlich wie einen Verschluss nutzen, sie irgendwie schön bekleben, aber weiß ich nicht. Ist mir aber aufgefallen, dass ich doch machen könnte, dass man so Taschen hat, um das alles reinzustecken. Deswegen habe ich mich entschieden,
einige von diesen Umschlägen auf der Längskante so 1 mm, 2 mm abzuschneiden, sodass da so eine Tasche entsteht, wo man etwas reinstecken kann. Ich habe mich entschieden, 3 der Umschläge so zu schneiden, sodass ich dann vorne eben diese Tasche habe, dass ich da reinstecken kann. Dann kann man ja noch eine Karte machen, wo man die Fotos, welche noch aufkleben kann, hat man einfach noch ein bisschen mehr Platz für Fotos oder eine Journalingkarte oder irgendwelchen Text, den nicht auf den ersten Blick einzusehen ist, kann man das reinstecken. Die abgeschnittene Kante muss man jetzt auch noch etwas distressen. Ich habe gerade das, was vorher distress war, jetzt weggeschnitten. Und damit das alles jetzt zusammenpasst, muss man da auch noch so ein bisschen mit dem Distress in Gräber gehen und das alles verblenden. Und natürlich, wer hätte es gedacht, ich habe hier jetzt die allen Blätter, die ich ja zurechtgeschnitten habe. Und ja, man muss nicht machen, also wer das nicht mag und findet das gut so, wie das ist, kann das so lassen. Ich mag diese verblendeten Sachen, also jede Seite wird jetzt verblendet. Und wie man sieht, bin ich hier immer noch am Überlegen, ob ich die Lasche so lasse, ob ich mich von ihr trenne. Und ich habe mich entschieden, abzuschneiden, weil ich fände es doch irgendwie schöner, wenn man da so ein Stück Spitze oder irgendwie sowas drauf macht und etwas mehr dekoriert das Ganze. Die Idee mit der Spitze finde ich spitze. Die mag ich. Aber erstmal hier jetzt auf das Cover dieses Blatt drauf zu kleben und dann auch die Seiten verhübschen. Hier haben wir jetzt die Taschen. Die waren hinten, also das war quasi das Letzte, was wir da drauf geklebt haben. Ich habe das ganze Büchlein jetzt umgedreht, sodass ich diese Tasche jetzt hier vorne habe. Und die möchte ich jetzt erhalten, jedenfalls die linke Seite mit dieser Tasche. Damit die Tasche etwas zugänglicher ist, kann man die Umwandteile hier abschneiden. Aber ich bin gerade schneiden. Das sind zwei Sachen, die sich irgendwie, die sind nicht kompatibel. Deswegen habe ich hier jetzt Lineal genommen und ich zeichne mir jetzt diese Striche, gerade Striche an, wo ich das dann rausschneiden kann. Und so ein bisschen diese Ecken beim Schneiden werde ich das abrunden. Aber jedenfalls ist das dann gerade alles, wenn ich das per Hand so mache, Pi mal Daumen. Damit es schöner innen aussieht, kommt dieses Stück Papier hier jetzt in der Mitte. Das werde ich hier so reinkleben. Dann beklebe ich die Rückseite und dann werde ich schauen, wie ich diese inneren Blätter mache, wie es mir gefällt, welche ich wo ja, kleben möchte oder wo welche hingehören. Und hier ein Trick. Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich, aber für diejenigen von euch, die das noch nicht kennen, noch nicht so lange machen, wie man so eine Tasche beklebt. Und das ist wirklich einfach dieses Papier, das oben drauf aufgeklebt werden sollte. Das stecken wir in die Tasche rein und zeichnen wir uns die Tasche auf diesem Papier ab. Nachdem wir das abgezeichnet haben, nehmen wir das raus
und schneiden einfach an der Linie entlang aus. Gut ist es ja so ein Millimeter weniger als die Linie selber ist, damit man so ein bisschen Spielraum hat. Und tada, passt wie angegossen. Distressen, aufkleben, fertig. Alle Papiere, die ich genutzt habe, werde ich euch unten in der Videobeschreibung natürlich verlinken. Das sind ja verschiedene Sets, wie ihr das so seht. Und das sieht doch klasse aus, oder? Was man hier auch noch machen könnte, was ich mir gedacht habe, man könnte hier Taschen einarbeiten und zum Beispiel für Text oder für Ephemera das nutzen. Für das Journal habe ich 5 Umschläge genommen. Ich habe einen von den Umschlägen hier, wie bei dem anderen, auf der Längsseite geschnitten und 2 um. Allerdings, wenn man das um abschneidet, wie ihr seht, fällt das alles so ein bisschen auseinander. Deswegen muss man diese Seite, quasi diese, die auf dem Rücken ist, der Rücken, muss man die Seiten zusammenkleben, damit man die Tasche erhält. So, und jetzt habe ich hier eine Tasche von oben, eine Tasche hier von der Seite und hier auch noch eine Tasche. In der Mitte da, das ist das, wo es geklebt war. Und jetzt beklebe ich alle Seiten, so wie ich das bei den Alben gemacht habe. Und ich habe hier genutzt meine Valentina-Reihe für diese Sachen. Und auch hier rechts seht ihr auch so eine Tasche, diese von diesen Briefumschlägen gelassen. Und hier zeige ich nochmal diese von oben und von diesen Seiten. Und das Cover, das kommt später, wird von einem anderes Video sein. Und hier habe ich jetzt einige Papiere, die ich mir auf die Größe von diesem Album, von diesem Journal zusammenfalten werde, abreißen werde. Und ich stelle mir so 2 Signatures zusammen. Und die habe ich jetzt schon hier, da seht ihr hier. Ich habe auch noch so Acrylink-Ink gefärbte Papiere genommen und ich habe nicht viele Seiten genommen. Das sind Seiten mit Kaffee und Eisenwasser gefärbt, so ein bisschen gräulicher und dunkler. 2 Signature mit nicht so ganz vielen Seiten, damit es nicht zu sehr ein Krokodil wird. Deswegen, dass ich oben die Taschen wollte und auf den Rücken das schneiden müsste, kleben müsste, nicht schneiden, Entschuldigung, ist es dann so, dass das so ein bisschen fester ist. Bei diesen hier, bei den anderen, habe ich noch ein bisschen mehr Spielraum. Und deswegen konnte man da ein bisschen voller machen. Und hier, wie gesagt, deswegen, dass ich das oben abgeschnitten habe und auf dem Buchrücken das deswegen zusammenkleben müsste, habe ich nicht so viel Spielraum und ja, ich möchte nicht, dass das so später wirklich so total Krokodil ist. Die 2 Signature finde ich hier kurzerhand mit einem Dreilochbinduch rein, ohne abzumessen, dass hier alles Pi mal Daumen und ich suche hier die Mitte, oben, unten, Löcher und die meisten von euch kennen das
die Länge von dem Faden dreimal so in etwa wie die Höhe von dem Buch. Wie ihr seht, ist so ein Journal aus den Briefumschlägen total schnell gemacht. Das ist total easy. Ein paar Briefumschläge zusammen reinstecken, ein paar Seiten als Signature. Und ja, bei mir ist es hier irgendwie, als ich geschnitten, gerissen habe, hat das jetzt so Eselohren hier. Die gefallen mir nicht, die müssen auch noch weg. Ist falsch geschnitten. Aber sonst ist das jo, schnell gemacht, wie gesagt. Aus einem Rest von dieser Seite, von diesem Papier, schneide ich noch das hübsche Herz jetzt aus, damit es passt zu diesem blauen Papier, was ich mit Acrylic-Ink gefärbt habe. Aber das Ausdekorieren und das, die Gestaltung des Cover mache ich in anderen Videos und es kommen zwei noch. Das eine, wo ich gesagt habe, dass ich diesen Pop-up-Element mache. Das eine, um den Rest zum auszudekorieren. Und das Cover, ich glaube, das schaffe ich dann im einen Video. Und wie heute war das dann? Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.